So, hallo liebe Freunde, heute mal ein anderes Video, als wir sonst haben. Kein Fahrradfahr- oder kein Reisevideo, sondern ein kleines Testvideo. Ich habe mir bei Stadler für 9,95 € einen Bordcomputer fürs Fahrrad gekauft mit Kabelanbindung und den will ich jetzt mal ausprobieren. Ist mir vom Verkäufer ausdrücklich nicht empfohlen worden. Wir haben für noch ein anderes gekauft, da mache ich aber jetzt keinen Test drüber. Es ist ein ganz normales 30 € kabelgebundenes Gerät, was wunderbar funktioniert. Aber ich wollte ja das Preiswerte testen und das werden wir jetzt euch mal vorstellen. So, hier ist das Teil. Firma Styx, der Bike Computer Atlas 15. Ja, das Auspacken haben wir uns jetzt gespart. Das ist schon ausgepackt. Kann schon hier in die Hand nehmen. Ja, handelsüblich mit Knopfbatterie, mit dem Halter. Mit dem Halter hier die Kabelbinder, Speichenmagnet und das Teil hier. Ja, das werde ich Ihnen jetzt mal anbauen. Dazu muss ich jetzt erstmal mein Fahrrad aus dem Keller holen. Gut. Bis gleich. So, hier soll das Teil ran. Da. So, das Problem bei den Falträdern ist, dass die Funkstrecke von da unten bis hier oben meist zu lang ist und die Funkdinger denn nicht gehen. Deswegen bauen wir das jetzt hier mit dem Kabel an. Gut. So, das Bedienteil ist schon mal dran. Jetzt müssen wir noch das Kabel hier unten runterführen, mit Kabelbindern fixieren und dann hier unten den Geber anbauen. So, jetzt auch hier unten das Teil dran, das Speichenteil ist auch schon dran. Das ist ein bisschen billig mit Plastik, also kein Metall. Ja, jetzt werde ich die Kabel gleich noch putzen, beziehungsweise jetzt werde ich erst mal prüfen, ob es überhaupt geht. Gut. So, Uhrzeitdatum, Radgröße habe ich alles schon eingestellt. Ich bin sogar schon auf der morgen stattfindenden Sommerzeit. Zack. Machen wir es mal an. Temperatur 19 Grad. So, mal gucken, ob es geht. Jetzt ist es dran. Ich will mal kurz zeigen, was es alles hat. Also es hat, mal gucken, hat Uhrzeit, Tageskilometer, Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, Gesamtkilometer und Temperatur. Ja, und natürlich Kilometer. So, ist jetzt ordentlich dran. Geht hier runter. Hat denn hier so eine schicke Schlaufe gelegt. Noch nicht schön, aber selten. Und dann hier unten ist es dann am Rad. Da ist es dran. Ja, jetzt werden wir noch eine Probefahrt machen und dann hoffen wir, dass alles funktioniert. So, kurze Probefahrt ist gemacht. Funktioniert wunderbar. Also ich kann jetzt nicht verstehen, warum der Verkäufer das nicht empfohlen hat. Also kleine Runde hier auf dem Parkplatz gedreht, geht, zeigt die Geschwindigkeit genau an. Und wenn wir dann mal eine größere Tour machen, werde ich nochmal mit GPS messen, wie die Geschwindigkeit in echt ist. Aber ich bin erstmal zufrieden. Gibt auch eine schöne Montageanleitung. Es gibt anscheinend noch eine kabellose Version, okay, aber ich habe ja die mit Kabel, aber egal, es gibt eine schöne Anleitung dazu und es ist eigentlich relativ einfach zu bedienen. Die Einstellung ging relativ zügig, man kann Zollgröße einstellen oder Radumfang. Ja, was gibt es noch zu sagen? 15 Funktionen, hatte ich schon gesagt. Ja. Also, dann, falls ihr es auch kaufen wollt, viel Spaß. Gibt es wie gesagt bei Stadler im Angebot 9,95 €. So, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Gerne abonnieren. Lasst mir einen Daumen da und bis zum nächsten Video. Ciao.